Was tun, wenn man einen zerrissenen Geldschein in seinem Portemonnaie findet? Ist der Schein damit wertlos oder kann man damit noch bezahlen? Die gute Nachricht zuerst. Ein Geldschein verliert nicht automatisch seinen Wert, wenn er kaputt ist. Dennoch gibt es ein paar Dinge zu beachten. Bei einem kleinen Riss kann man versuchen, den Schein vorsichtig mit durchsichtigem Tesaband zu reparieren. Aber nicht jedes Geschäft oder Restaurant muss den reparierten Schein so akzeptieren. Die sicherste Lösung wäre es, den kaputten Geldschein bei der eigenen Bank umzutauschen. Auch dieser Weg hat jedoch einen Haken. Nicht immer wird ein beschädigter Schein ohne weiteres von den Banken angenommen und umgetauscht. Sollte deine Bank also den Umtausch ablehnen, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Du wendest dich direkt an die Deutsche Bundesbank. Das geht entweder über eine nahegelegene Filiale oder per Post. Dafür musst du einen speziellen Antrag ausfüllen und abschicken. Auch die Bundesbank stellt jedoch ein paar Bedingungen für den Umtausch. So muss mehr als die Hälfte des Scheins noch vorhanden sein. Oder du musst nachweisen können, dass die fehlende Hälfte bereits vernichtet wurde, zum Beispiel wenn der Geldschein halb verbrannt ist. Wichtig ist, alles, was noch vom Geldschein übrig ist, solltest du bei der Bundesbank vorlegen bzw. einsenden. Leider braucht man hier etwas Geduld. So gibt die Bundesbank eine Bearbeitungszeit von bis zu 3 Monaten an. Dafür ist der Umtausch dann aber in der Regel gebührenfrei.